So Leute, ihr habt eure Favoriten, was die Avatare angeht, getroffen und die Wahl, zumindest was den ersten Platz anbelangt, war relativ, naja, was heißt hier relativ? Sie war recht eindeutig. Und hier seht ihr halt die Top 3 auf einem aufwendig animierten, inszenierten und komponierten Siegertreppchen. Ja, sehr aufwendig und sehr komponiert ist das Siegertreppchen. Ne, Spaß beiseite, auf dem dritten Platz ist JZ666666666 oder wie auch immer man das aussprechen mag, gelandet, beziehungsweise eine Kreation des werten Herren. Und er ist Let's Player und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei ihm, wenn ihr denn Lust und Zeit habt. Auf dem zweiten Platz ist eine Kreation von The Hundemon Fan 9 gelandet. Er ist, wie sein Name vermuten lässt, Hundemon Fan, hoffe ich zumindest. Und außerdem ist er, glaube ich, Let's Player und da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja. Auf dem ersten Platz ist eine Kreation von, jetzt bin ich mir etwas unsicher, wie man es ausspricht, also den Namen. Ich hätte ja Almighty Paare gesagt, aber Almighty, also allmächtig, schreibt man ja mit einem L. Sein Nickname hingegen wird mit zwei L geschrieben. Von dem her bin ich mir nicht ganz so sicher, wie man das aussprechen tut, tröten, tut, tat, täten, tut. Auf jeden Fall hat seine Kreation gewonnen. Gratulation dazu. Ich klatsche und wer klatscht nicht auch, dann bin ich ganz böse. Der werte Herr macht leider keine Videos, soweit mir bekannt ist, aber geht trotzdem auf seinen Kanal und gratuliert ihm zum ersten Platz. Denn ja, die Wahl war recht eindeutig. Sie war einfach eindeutig und er hat zu Recht gewonnen. Ja, Glückwunsch nochmal dazu und an alle drei, ich wollte schon sagen, an alle drei Erstplatzierten. Ja, ihr seid alle drei die Erstplatzierten, aber es gibt halt jemanden, der etwas erster platziert ist als ihr beiden anderen. Versteht ihr, was ich meine? Nee, auf jeden Fall Glückwunsch an alle drei. Ihr kommt natürlich in meine Partnerbox, wie versprochen, und der erste Platz kommt dann in eine Spielrunde mit mir, mit dem Sieger des letzten Wettbewerbs, wenn der noch Lust hat. Und natürlich, wenn auch der Sieger dieses Wettbewerbs überhaupt dazu Lust hat. Und mit dem Sieger, beziehungsweise der Siegerin des nächsten Wettbewerbs. Und ja, die Spielrunde, wie ich sie nenne, wird irgendwann mal so, ja, im Herbst 2017 sein. Also freu dich schon mal darauf. Ne, keine Ahnung, wann es sein wird. Auf jeden Fall nicht allzu bald. Aber irgendwann mal, vielleicht. Ne, ganz bestimmt, aber ja, ich weiß nicht wann. Und ich merke gerade, dass ich sogar etwas falsch gemacht habe. Seht ihr den äußeren Ring dieses Kreises? Da ist er auf der rechten Seite etwas anders als auf der linken Seite. Und das fällt mir gerade jetzt auf. Schade. Umsonst so viel Geld ausgegeben für diese aufwendig komponierte Animation. Eine Träne vergieße ich jetzt. Ihr seht es nicht, aber ist ja auch egal. Ich schweife vom Thema ab. Danke nochmal für alle Einsendungen, für alle 55, 56 und nee, es waren noch ein bisschen mehr, aber ein paar wurden nicht zugelassen, weil Regeln nicht befolgt und so bla 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 bla. Okay, ich habe mich noch dazu entschieden, dass ich keinen der Avatare als neuen Avatar nehme. Es liegt nicht daran, dass ich sie nicht schön finde oder so, sondern es liegt einfach daran, dass ja, ich von keinem so angetan habe, dass ich gesagt habe, oh, das muss mein Avatar sein, beziehungsweise es war halt nichts dabei, was ich mir so als Avatar vorstellen könnte. Waren trotzdem schöne Kreationen und ein paar recht witzige Animationen, ein paar recht witzige Kreationen und danke dafür. Ich musste ein paar Mal schmunzeln. Und ja, dann bis zum nächsten Wettbewerb, wann der sein wird. Keine Ahnung, was es sein wird. Keine Ahnung. Und schönen Tag noch und gratuliert, wie gesagt, den Gewinnern. Und wenn ihr das nicht tut, dann bin ich böse, böse, böse.
Schönen Tag noch und tschüss.